verrückt, wie man sowas verlieren kann. Sowas in der Art habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, obwohl jede Woche irgendwas Skurriles hier auftaucht, gibt's immer wieder Stücke, die selbst den Leiter des Fundbüros noch überraschen. Die Rikscha war definitiv ein Highlight im letzten Jahr. Das kann natürlich irgendein Streich gewesen sein, es kann ein Diebstahl gewesen sein. Allerdings, wenn ich mir den Zustand so anschaue von dieser Rikscha, vermute ich mal eher, dass man die entsorgen wollte. Allein 600-700 Räder landen im Jahr hier. Aber auch was in Kaufhäusern, Schwimmbädern, Diskotheken oder der Wiesen liegen bleibt, kommt ins Fundbüro. 6 Monate müssen alle Stücke aufbewahrt werden. Wenn der Finder keine Rechte geltend macht, wird das hier alles automatisch Eigentum der Landeshauptstadt und versteigert. Klassiker sind? Ich suche nach meinem Hausschlüssel, den ich leider verloren habe. Das hat meine Enkeltochter verloren. Und derzeit schaue ich halt. Ja, Schlüssel und massenweise Handys. Wir schreiben immer die Kartenanbieter an, teilen die SIM-Kartennummer mit und die Kartenanbieter informieren ihre Kunden. Und trotzdem werden so viele nicht abgeholt. Nach Datenlöschung kommen auch die unter den Hammer. Das ist der Schrank für die richtig wertvollen Sachen. Umfangreiche Recherchen betreiben die Mitarbeiter manchmal, um den Besitzer zu ermitteln. Ein 20.000-Dollar-Ring kam so zurück in die USA. Bei Eheringen gibt es einen eindeutigen Trend. Die Verlustrate steigt mysteriöserweise alljährlich zur selben Zeit an. Ja, das kann auch immer wieder passieren, dass gerade wenn man auf die Wiesen geht, dass man dann seinen Ehering in die Tasche stecken möchte, aber daneben steckt. Und wir kriegen jedes Jahr Eheringe auf der Wiesen. Was für glückliche Gesichter, wenn der Ring dann hier wieder auftaucht. Auch die Prominenz schaut hier im Fundbüro immer wieder mal dankbar vorbei. Es darf leider nicht verraten werden, was der Herr Elber da wiedergefunden hat. Aber langweilig wird es hier definitiv nie. Weil es ist wie ein kleines Detektivbüro. Es gibt immer viele spannende Geschichten, was sich im Hintergrund alles abspielt, wie diejenige was verloren hat, wo er es verloren hat. Und das ist natürlich immer ein schönes Gefühl, wenn wir am Ende des Tages den Fundgegenstand dem Verlierer aushändigen können. Und die Rückführungsquote liegt bei 35%.